Dafür brauche ich 6.000 Euro. Also er würde wahrscheinlich erstmal fragen, ob das ernst gemeint ist. Und wenn ich dann immer noch drauf bestehen würde, dass das mein voller Ernst ist, dann würde er wahrscheinlich seinen Hausschuh ausziehen und mir den an den Kopf werfen. Immer wenn ich Luisa Villaroma Sale höre, trete ich ein bisschen auf die Bremse. Weil gefühlt ist jeden Tag dort Sale und nicht nur das. Da gibt es auch jeden Tag und vor allem jede Stunde irgendeine 40% auf alles Aktion. Und dann guckst du, du denkst dir so, boah nice, 40% sparen, sehe ich mich drin. Ich muss nur noch 60% ausgeben. Jeder kennt diese Falle, das ist eine Trap, so bam. Du gehst rein, du denkst, du findest jetzt den krassesten Stuff und entweder gibt es da nur Müll oder die nicen Sachen sind halt von dieser Aktion ausgeschlossen. Diese beiden Szenarien habe ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig bei Luisa Villaroma miterlebt. Deswegen bin ich da eher immer vorsichtig. Der Chat sagt jetzt hier, dass Luisa Villaroma einen geisteskranken neuen Sale oder eine neue Sale-Aktion am Start hat. Deswegen gebe ich jetzt hier noch einmal die Hoffnung nicht auf und wir steppen einfach mal gemeinsam rein, schauen einfach mal, was da abgeht und wir bummeln einfach mal. Wir schauen mal rein. Ich würde sagen, wir machen mal wieder ein bisschen Ausmistung, weil 6000 Artikel schauen wir uns definitiv nicht an. Das sind immer so die Hausaufgaben, die man machen muss. Also ich würde euch immer, außer ihr habt wirklich zu viel Zeit, dann könnt ihr auch meinetwegen den ganzen Sale durchgehen. Kann auch spannend sein. Sieht man vielleicht Pieces, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Lernt vielleicht auch neue Marken kennen. Ja, ich will das nicht haten. Aber so für mich ist die richtige Herangehensweise so, dass man sich die Lorbeeren rauspflückt und dann guckt, okay, was haben die einzelnen Brands im Sale? Wo sehe ich mich drin? So ist man effizienter unterwegs und natürlich ist es auch, ne, im Laufe der eigenen Style-Entwicklung weiß man ja auch schon, was für Brands einem gefallen, was für Stile man irgendwie mag. Und hat so seine, ich nenne es mal vorsichtig, seine Lieblingsdesigner. Geisteskranker Strickpullover von Andy, sage ich euch ganz ehrlich, ein bisschen auf Kuh angelehnt. Sehr wild, wirklich Hammer-Ding, fällt mir unnormal gut. Der ist erstens nicht blickdicht, aber das ist nicht so das Problem. Das könnte vom Fitting ein bisschen weird hier. Ja, diese seitlichen Öffnungen. Ist ziemlich lang geschnitten, glaube ich. Aber so von der Idee her sehr nice Piece. Balenciaga Coat. Ich brauche ja wirklich noch einen grauen Coat. Also einen grauen Mantel bin ich noch auf der Suche. Ihr wisst, ich sage immer wieder, einen schwarzen, einen beigen und einen grauen ist so, ja, gehört zu den Essentials mit dabei. Einen grauen habe ich tatsächlich noch nicht. Der ist es aber jetzt auch nicht. So. Das ist jetzt nicht der Wahre, um echt zu sein. Rick Pants, auch immer ein Kandidat für sehr nice Stuff. Gerade auch jetzt vielleicht die kurzen Hosen interessant, weil irgendwann geht es ja wieder mit dem Frühling und mit dem Sommer weiter hoffentlich. Auch wenn jetzt hier irgendwie gefühlt draußen nur Schnee am Start ist. Aber ihr wisst ganz genau, wir kaufen auch Sommersachen im Winter und andersrum genauso. Deswegen immer die Augen offen halten, weil da können natürlich auch immer wilde Stils dabei sein, ne? Wichtig. Sehr lost, diese Schuhe, by the way. Gefallen mir gar nicht, diese Amiri Slides oder Slip-On. Andy Pants hier hat sehr viel Potenzial für die stagnant Vibes. Wichtig. Aber ansonsten bis jetzt schon coole Sachen drin. Auch die Pants geisteskrank. Aber jetzt nichts Zwingendes, sage ich euch ehrlich. Das Ding ist hier bei Rick Pants, gerade wenn man die nicht angezogen sieht, sehen die halt alle irgendwie so bisschen, wenn ihr wisst, was ich meine, gleich aus. Aber wenn man die dann anzieht, dann sind sie komplett unterschiedlich. Was sagt ihr hier zu Chat? Hier mit so Reißverschlüssen unten. So unten am Saum so hochlaufend oder senkrecht verlaufend. So frontal. Das sind eher Hosen, die kann man sehr krass mit Boots zum Beispiel anziehen. Ne? So mit Sneakern, na, schwierig. Geht auch. Aber gerade bei Boots, Psychopath. Ah, die Mods haben Wettbüro eröffnet. Fragestellung lautet wie folgt. Wird sich Patrick etwas kaufen? Ja, nein. Ich bin gespannt, wo die Reise hinführt. Ich sag's euch so, wie es ist. Also zu dieser Dries-Jacke fällt mir eigentlich direkt ein Outfit ein, oder? Hierzu die eine Cap, ihr wisst von welcher Brand. Diese Jacke gepaart mit dieser Cap. Also wenn da die Matchy-Matchy-Professoren nicht komplett auf die Barrikaden gehen und applaudieren, da weiß ich auch nicht. Also das ist eigentlich so ein Fall. Wenn du das zum Beispiel in der Grundschule gebracht hättest, du wärst direkt von der zweiten in die dritten Klasse befördert worden. So, ja, okay, nee, der ist zu schlau für die zweite. So, der muss schon in die dritte rein. Ah, guck mal, und dazu gibt es sogar noch die passende Hose. Hallo, Hose, Jacke, Kappe. Dazu noch diesen Schuh hier. Jeder von euch, der Matchy Matchy durchspielen will, investiert diese, ich weiß nicht, bestimmt 2.000 bis 3.000 Euro und ihr habt fertig. Ganz klare Nummer. Boah, schönes Ding. Ah, nur noch S. Wie? Ah, nur noch S verfügbar, okay. Auf sowas wollen wir treffen. Nur Size muss auch noch verfügbar sein. Könnt natürlich auch einfach mit einem Toastbrot rumlaufen. Geht auch, alles ist möglich. Wie heißt dieses Brot nochmal? Ernst das Brot? Irgendwie so, wie heißt der Dude? Ey, Lostpad hier. Bernd das Brot. Nicht Ernst.
Bernd das Brot. Ernst das Brot. Freunde, warum macht er das? Geiles Ding, feil. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber dafür, dass ihr so gepusht habt, dass ich hier reingehen muss, weil es hier so geisteskranke Pieces gibt. Bis jetzt, klar, wie gesagt, coole Sachen sind schon dabei, aber ich habe schon bessere Sales gesehen. Sehr viel Needles auch da, also Oberteile gerade, aber alles in XS oder S. Was sagt ihr hierzu? Jetzt unabhängig davon, dass unsere Größe gar nicht mehr dabei ist, aber ist das zu einfach, zu plump oder ist cooles Basic? Was sagt ihr? Den Look, den dieses Ding kreiert, den kriegt man auch viel günstiger. Klar, dann habt ihr nicht den Ambush Flex. Ja, auch vom Schnitt, weiß ich nicht. Das so ein Ding kann man machen. Ich werde es jetzt nicht abhaten so. Aber es war auch, by the way, die stärkste Farbe von den drei, die wir jetzt hier gerade sehen. Da fühle ich so welche Westen schon deutlich, deutlich mehr. Ah, die ist jetzt auch nicht das hundertprozentig das, was ich suche. Aber die gefällt mir schon deutlich besser. Die hat halt diesen, ja, Technical Vibe. Hier, Westen von Bottega. Auch sehr schöne Dinger. Da dachte ich kurz irgendwie, ist das Off-White? Aber war dann doch a Cold War. Hat sich, sag mal, Ross dabei gedacht. Kurz influenzen lassen. Freunde, Jacke. Geisteskrank. Nur Farbe leider ein bisschen too much. Aber sonst dieser Parker, dieses Ding vorne, so wie man das zumacht, sieht crazy aus. Ja, dann lass uns lieber den nehmen hier, weil hier steht natürlich auch öfter und größer Balenciaga drauf. Damit auch wirklich jeder mitkriegt, dass wir viel Geld für eine Jacke ausgegeben haben, oder Chat? Also, ja, ich glaube, die ist gekoppt. Auch wenn die nicht passt in 48, wir zwängen uns da einfach rein. Die Ärmel, jetzt ohne Witz, die Ärmel so von der seitlichen Perspektive sehen baba aus. Muss ich der Jacke lassen. Nicer Coat. Auch wieder diese Parker-Vibes. Parker schwierig. Aber gibt's auch nice, wie wir hier sehen. Darf nicht alles über einen Kamm scheren, Freunde. Fällt es euch eigentlich wieder auf, dass ich wieder ultra bei den Jacken und bei den Mänteln hängen bleibe? Ich habe wirklich den Jackenknacks. Mein Auge geht straight dahin zu diesen Pieces. Jacken, Hosen, aber gar nicht irgendwie so diese Sweater und T-Shirts, weiß ich nicht. Irgendwie gerade Jacken. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich Jacken extrem feier. Vor allem, das ist auch das, was in der Regel am teuersten ist, ne? Das ist halt auch das Problem davon. So Jacken und vielleicht noch Boots, diese Vibes. Oder generell Sneaker. Oh, schöne Pants, die hat Potenzial. Ja, diese Cargo-Vibes auf Security angelehnt. Gefällt mir, sage ich euch ganz ehrlich, gefällt mir gut. Manko, 700 Ocken. Plus XS nur noch verfügbar. Dankeschön dafür. Also Sale bis jetzt bringt absolut nichts. Sage ich euch ganz ehrlich. Einfach die Rick Owens X Champion Collab Eierkneifer. Also ich glaube, die wird mitgenommen für 96 Ocken. Dann nochmal 30% runter. Dann sind wir hier bei 60 Euro mit dabei. Aber hier zum Beispiel mal die Jacke. Was ist denn mit der? Die hat hinten ein nices Detail. Hier hinten dieser Strap, der des Öfteren mal bei den Rick-Jacken dabei ist. Aber vorne fehlt der Jacke irgendwas, Chat. Da vorne sieht die sehr, sehr weird aus und wieder nur S verfügbar. Leute, das war doch ein Prank. Ihr habt safe geprankt. Ihr wolltet, dass ich da reingehe, weil ihr ganz genau wusstet, dass keine Größe mehr verfügbar sind. Ja, okay, diese Hotpants ist halt ganz nice, aber sonst... Oh, starkes Ding. Oh, Hammerding. Endlich mal ein wirklich starkes Ding. Hammer. Das sind die Dinger, die wir sehen wollen. Aber Freunde, 3K, ne? Über 3K. Okay, 20%, aber es sind 600 Euro. Ja, über 600 Euro. Ja, das darf man nicht vernachlässigen. Aber das ist wirklich sehr... Oh, wow. Ich sag's euch, Yoshi Yamamoto ist ernst. Der macht keinen Spaß. So, hör auf. Hör auf, mit ihm zu spielen. So. Eins in den Chat, wenn das nicht ein brutaler Mantel ist. Das mit Abstand das beste Piece, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, oder wir gönnen uns einfach die Rose hier. Diese Sicherheitsnadel-Rose hier. Kannst du irgendwo dran machen? Für 166 Euro ist ein Schnäppchen. Finde ich vom Schnitt interessant, aber das Karma-Muster, weiß ich nicht, muss nicht sein. Aber ja, ich weiß nicht, das wäre so ein Ding. Ich ziehe das einmal oder zweimal pro Season an und das ist mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. Und genau das meine ich auch, wenn ich davon spreche, so dass man seinen Kopf einschalten muss bei so welchen Shopping-Touren oder was auch immer. Ja, man muss halt immer drüber nachdenken. Und da kommt ein Stichwort ins Spiel, nämlich Costs per Wear. Wie oft ziehst du ein Produkt an in Relation zu den Malen oder zu der Häufigkeit, die du sie anziehst? Es kann sein, dass ein 50-Euro-Sweater günstig für dich ist, aber du ziehst ihn dann vielleicht, weiß ich, fünfmal an. Aber in Relation dann wäre ein 300-Euro-Sweater besser gewesen, weil du ziehst ihn dann vielleicht 50 Mal an. Es gibt bestimmt jetzt auch Menschen, die sagen, ja, ich will mir trotzdem den 50-Euro-Sweater holen, weil ich kann mir ja
dann 6 davon holen und hätte dann 6 verschiedene anstatt nur ein 300-Euro-Sweater. Das riecht mir nach einer wilden Diskussion. Vielleicht sogar mit Kelly Kayo Ketchup Mayo müsste man das Ganze mal besprechen. Oh, das ist auch nochmal schön. Sag ich euch ganz ehrlich, diese asymmetrischen Hemden von Loewe immer interessant. Gibt aber, to be fair, auch bessere als das jetzt im Speziellen. Kelly hat ja das Bandana-Hemd, dieses asymmetrische, was auch Rocky anhatte, auf der letzten Seite angekommen. Die Magella Pants ist crazy. Haben wir jetzt auch schon super häufig gesehen. Ich glaube, irgendwann mal vor Jahren hatte die Rin mal in irgendeinem Musikvideo an. Also im Groben und Ganzen war es das jetzt. Also ich will jetzt wirklich nicht sagen, dass ihr mich hier in die Falle gelockt habt, aber diesen Aufstand, den ihr gemacht habt, war es das jetzt nicht wert. Das Piece, beste Piece für mich. Bockt halt der Preis nicht. Und man muss auch sagen, das ist ein Mantel. Ihr wisst, die Manteltheorie besagt, dass ein Mantel sehr, sehr langlebig ist. Und von dem her, gerade auch mit diesen schmackhaften 20%, könnte man sogar drüber nachdenken. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist jetzt kein Kopf, den werde ich nicht spontan jetzt hier tätigen. So vom Knacks besessen bin ich dann auch nicht. Sondern ich werde mir den auch auf meine Want-to-Buy-Liste packen. Und dann mal schauen, was passiert. Vielleicht mit der Zeit, was man auch nicht, steht hier nicht mehr 20, sondern 30, vielleicht 40. Und dann sind wir immer mehr im Geschäft. Nichtsdestotrotz würde ich gerne jetzt zum Abschluss nochmal die Links einschalten. Haut ihr mir mal eure Pieces, die bei euch auf der Want-to-Buy-Liste stehen, nochmal rein in den Chat. Und dann schaue ich da einmal noch drüber. Maison Magella Jacke. Ja, die ist nice. Wäre nix für mich. Der hat schon diesen Gargamel-Look. Und dafür muss man eher groß sein, um das hier nice rüberzubringen. Balenciaga New Season Redam T-Shirt. Fällt mir besser als dieses plumpe Balenciaga und that's it. Random Identities Jacke. Die haben wir uns tatsächlich schon mal angeschaut gehabt. Allerdings in einer anderen Farbe. Fällt mir nach wie vor sehr gut. CDG Mantel. Oha. Ja, als wäre der einmal abgeschnitten worden und wieder dran genäht. Deconstructive. Hammer gefährt. Und da ist es einmal hier eine Abstimmung notwendig. Knappe Kiste, aber 61% sagen, CDG gefällt euch besser. Boah, ich muss sagen, mir gefällt der Yoshi besser. Ganz ehrlich. Ich echt zu euch. Der CDG sieht mir jetzt auf diesem Bild, er sieht sehr kurz aus. Celine, Bomber, Lederjacke. Ist in Ordnung, würde ich aber jetzt nicht zwangsläufig mir holen. Rev Pants, so eine Wax Pants. Auch sehr nice, gefällt mir auch gut. Rick High Heels, muss man der Typ für sein. Ich würde die ganz gerne mal anziehen. Jetzt ohne Witz, um einfach mal gesagt zu haben, so, ich habe das ausgetestet. Hier genauso wie bei dem Schwarzen hier. Aber es ist jetzt wahrscheinlich kein Element, was ich langfristig in meinen Style integrieren würde. Zumindest ist es noch nicht. Rick Boots, ich muss sagen, ich kann die schon fühlen. Aber es gibt andere Rick Boots, die ich definitiv vorziehen würde, dem hier. Deswegen, ja, würde ich mir erst meine Grails zulegen, als jetzt den Kollegen hier. Jacke, auch geisteskrank. Aber da weiß ich schon ganz genau, welche Rick-Jacke ich mir als nächstes kaufen werde. Aus der aktuellen Kollektion. Die Khaki-Farbene, die ist so krank. Ich muss die haben. Ich finde die so übertrieben krank. Die muss ich geschnappt werden. Magella-Jacke haben wir uns, glaube ich, auch schon mal angeschaut. Diese Jacke. Cooles Ding. Gefällt mir. Gefällt mir nach wie vor gut. Kann ich nicht haten. Stabiles Ding. Würde ich nach Jacken Ausschau halten, dann würde ich die auf jeden Fall in meine engere Auswahl nehmen. Lederjacke von 032C sieht auch sehr cool aus. Wirklich auch Hammergerät. Aber das steht nirgends von 032C drauf. So dick und groß. Deswegen habe ich mir das natürlich nicht, weil das viel zu teuer wäre. Ein Produkt ohne Flex. Boah, sind die absolut hässlich, diese Schuhe. Alter. Boah, ich musste kurz kotzen. Kurz kam es mir hoch. Das sind so Schuhe, jetzt ohne Witz. No front an alle Bademeister da draußen. Aber es ist auch ein Bademeister-Schuh. Folgendes Szenario. Sommer. Freibad. Es sind immer so diese kleinen Häuser, die so ein bisschen erhoben sind. Wisst ihr, wie ich meine? So mit Glas. Am Bad, am Becken direkt. Macht so Durchsage durch Knopf. Hallo, bitte nicht vom Becken springen. Safe. In seinem weißen Polohemd, braun gebrannt, aber selbstverständlich nur bis zum Bizeps, chillt er da. Ich weiß nicht, ob ich diesen Film gerade so krass fühle, aber der Bademeister-Schuh. Und Bademeister sind nicht gerade dafür bekannt, sich gut anzuziehen. No front an Bademeister. Der ist zu krank, sag ich. Boah, der ist Hammer. Der ist Hammer. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist der V-Ausschnitt. Wilde Weste von Magella. Die gefällt mir richtig gut. Ohne Witz, sage ich so, wie es ist. Die kommt auch auf meine Liste. Insane Jacket. Jill Sander Strickpullover. Ja, auch cool. Auch cool, safe. Aber ich habe jetzt den von Yoshi im Kopf, Freunde. Den werde ich auch nicht mehr los, sage ich euch ganz ehrlich. Ah, Schnäppchen. 2356 Euro. Muss ich auch haben, ne? Dass wir jetzt alleine mit diesen 3 Pieces, die ich wieder auf meine Liste packen werde, würden wir wahrscheinlich bei über 6000 Euro liegen, ne? Für 3... Freunde, das kann ich doch keiner erzählen. Ich kann euch jetzt wirklich keinem erzählen,
dass ich 6K brauche, um mir drei Pieces zu holen. Wem willst du das denn guten Gewissens erklären? Stellt euch mal vor, ihr geht zu euren Eltern. Hey Papa, ich will mir neue Klamotten kaufen. Ein Mantel, ein Strickpullover und eine Weste. Und ich sage ihnen dann, dafür brauche ich 6.000 Euro. Also er würde wahrscheinlich erstmal fragen, ob das ernst gemeint ist. Und wenn ich dann immer noch darauf bestehen würde, dass das mein voller Ernst ist, dann würde er wahrscheinlich seinen Hausschuh ausziehen und mit denen an den Kopf werfen. Aber nicht so leicht, sondern so auf, boah, ich will dich echt, ich will dir wehtun. So, auf, so, pack. Freunde, 6.000 Euro ist schon ernst viel Geld, ne? Naja, Freunde, das war's von diesem kurzen Shopping-Trip. Wir müssen natürlich Wettbüro noch auflösen, weil ich habe mir tatsächlich jetzt nichts gekauft. Es tut mir echt leid, weil 68% haben gesagt, ja, ich kaufe mir was. Ihr habt mich echt unterschätzt, ja, weil der Knacks, ich hab's schon öfter gesagt, mein Knacks ist behoben. Der No by December hat mir gut getan, ich mein's voll ernst. Und ja, aber war trotzdem interessant und leider Gottes haben wir ja wieder Pieces gefunden, die uns halt, ja, die schmecken, sage ich jetzt einfach mal.